Moin Moin und hallo, heute ein cooles Unboxing-Video von mir für euch. Heute habe ich hier den Duschvorhang. Dieser Duschvorhang ist mit 12 verstärkten Ösen und Befestigungsringen ausgestattet und hat die Maße von ca. 1,80 x 2 Meter. In diesem Fall kommt es mit so einer Karo-Optik daher und ist in verschiedenen Farben gesehen. Wir haben ein textiles Vertrauen. Und von der Rückseite sieht das so aus. Da haben wir diese Ösen, da haben wir das Teil. Es ist waschbar bis 40 Grad. Das haben wir ja schon in einem anderen Video geklärt und schon mal gewaschen. Jetzt kommen wir zum Auspacken. Ihr müsst einfach die Verpackung hier unten aufsliden und könnt den Inhalt herausziehen. Nun, was haben wir hier? Hier haben wir so ein Schild. Okay, dann haben wir die Papierverpackung, die kommt natürlich getrennt in den Papier. Hier haben wir die besagten 12 Ösen, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Das sind diese Ringe dafür. Das werden wir nachher noch zeigen, wofür die gut sind. Und dann kommen wir hier zum Produkt selber. Das Produkt selber fühlt sich recht zart an und es hat eine antistatische Beschichtung bekommen. Da drinnen müsst ihr noch vorher dieses Zeug hier entfernen und nun könnt ihr es anfassen und auch später mit mir zusammen aufhängen. Hier seht ihr diese Ringeinlassbuchsen. Wir machen mal einen Ring raus. Der kommt hier rein und passt super sich dort an und wird später unser Vorhang dann auch halten. So, aber das machen wir gleich an der Stange. Bis gleich. Das ist schon mal drin. Yeah. So, jetzt werden wir unser schönen Duschvorhang ins erstmal anschauen und ihn dranhalten. Hier ist die Duschstange. Die Stange muss wohl ein bisschen höher, wie wir gerade gemerkt haben. Ja. Aber sowas braucht ihr. Ihr braucht eine Duschstange. Und dann kommt die, wird einfach da dran gehangen mit diesen Nippeln. Genau so. Und dann geht es weiter. Also die Stange macht man hoch. Das ist auch ganz einfach. Ich zeig's euch. Ihr nehmt sie einfach und schiebt sie etwas nach oben. An beiden Seiten immer mal einen Zentimeter. So. Das muss in der Nähe. So. Versucht es auch gerade zu halten. Ich orientiere mich jetzt hier an unseren Fugen. Das muss über das Muster. Über das Muster, über das okay. In dem Fall, müssen wir Gewalt anwenden. In dem Fall drückt ihr es ein bisschen ein und zieht es drüber. Das ist die richtige Höhe. Warum funktioniert das? Da drinnen in dieser Stange ist eine Feder und diese Feder drückt immer mit einer bestimmten Kraft gegen die äußeren Stangenteile und hält das so dran. So, jetzt guckt ihr nochmal. Kurz dranhängen. So ja, schön. Genau richtig. Dann guckt ihr, ob es unten hält. Und das tat es gerade. Also können wir zur Montage. So, wie kriegen wir jetzt diese schönen Teile daran? Wir sehen, dass dort eine Aussparung ist. Diese Aussparung drücken wir in die dazugehörigen Teile und drinne. So, nochmal. Worauf ihr jetzt nur achten solltet, jetzt ist in dem Fall das nach hinten gerichtet, also gehen wir auch mit den anderen noch so vor und richten sie alle nach hinten aus. Und so könnt ihr jetzt alle einzeln da reinsetzen, so, bis alle aufgebraucht sind. So, sehr schön, unserer besagten Stange angelangt. Jetzt achtet darauf, dass diese Pflegeanweisung nach innen schreibt, sprich, wo euer Duschkopf ist. Und dann geht ihr hin und nehmt diese Dinger, dehnt sie auseinander und lasst sie einfach darüber flutschen. So. So, habt ihr gesehen, wie einfach das ist? So, und wieder. Ich zeige es euch mal von hier oben. Einfach reindrücken. Zack, drinnen. Und der nächste. So, auseinanderdehnen und rein. Und wieder. Nehmen, auseinanderdehnen und hinein. Ihr könnt die einfach rein sliden lassen. Auseinanderdehnen und rein. Einen machen wir noch zusammen. Oh, super. Und so macht ihr das jetzt über den ganzen. Unser Duschvorhang hängt jetzt in Reihe und Glied. Und jetzt können wir ihn einfach so bis auf die andere Seite ziehen. Und ihr seht, überall ist er jetzt. Und unten ist er genau bis zum Boden. Genau richtig. Steht ihr mein Fuß? Da ist, weiß nicht, ein halber Zentimeter Platz. So soll das sein. So dichtet das auch schön ab, weil dann nehmt ihr das ja beim Duschen ein bisschen mit rein
und dann dichtet das Wasser automatisch mit dem Duschvorhang ab. So, so funktioniert das. Nochmal zusammenfassend, ihr müsst diese Ringe reinmachen, dann die Ringe an die Stange und fertig. Achtet nur darauf, dass die Ringe in einer gleichmäßigen Richtung zeigen. Unsere zeigen jetzt alle nach innen. Und ansonsten habt ihr hier so Deko gebröckelt, das wollen wir nicht. Daraufhin sollte noch die Innenseite, wo dieser Flyer dran ist, nach innen zur Duschkabine zeigen und nach außen das die schöne Seite. Des Weiteren solltet ihr schauen, dass das bis zum Boden reicht und dass die Stange gerade ist. Wenn ihr die Stange verstellen möchtet, dann zieht sie ein bisschen, also entspannt sie und platziert sie wieder am neuen Ort. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.